Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect, Staffel Nummer 5 und es Tag Nummer 81 und irgendwie schon was, ne? Ihr wisst, was ich meine. Willkommen zu einer neuen Folge von Prison Architect und willkommen zu einer neuen Folge von wir gucken unseren Leuten hier unten zu, wie sie 50.000 Bäumchen pflanzen. Es ist ein gravierender Unterschied. Ich habe wieder keine Ahnung, wie ich diese Folge anfangen soll, beziehungsweise ich habe wieder keine Ahnung, wie ich diese neue Aufnahmesession an diesem wunderschönen Sonntag heute beginnen soll. Das dauert bei mir immer so 5 Minuten, bis ich da mal wieder drin bin in diesem, ne? Ihr wisst, was ich meine, in diesem Rhythmus. Egal, was hatten wir denn in der letzten Folge eigentlich gemacht? Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, hier unten, in den Tiefen der Tiefen, diese neuen Zellentrakt hier mehr oder weniger in Betrieb genommen. Wir haben jetzt die ganzen Rohrleitungen verlegt, soweit wir das konnten. Ich habe mir gesagt, dass ich in dieser Folge oder in dieser Aufnahme hier ein neues, das Blaue sieht ja kein Mensch, hier in Rot mal eben, hier ein neues Gebäude bauen möchte, damit das hier quasi mal fertig wird, dieser ganze Quatsch. Und zum anderen ich wollte ja noch das ganze Zeug hier verkaufen. Das können wir jetzt mal wieder zuerst zum Anfang der Folge erstmal wieder was Positives machen. Auch wenn das Wetter in dieser Folge jetzt gerade nicht so wirklich das Schönste ist, was irgendwie möglich ist, weil es ist gerade echt hässlich. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich hasse es, wenn das Spiel hier immer so grau ist. Ich mag das, wenn das so farbenfroh ist. Stattdessen sehen wir jetzt wieder hier eine tiefe, weiß ich nicht was, Gedönse. Meine Güte, was ist das, ein schönes Wetter. Aber egal, erstmal beginnen wir unseren Tag jetzt damit, dass wir 50 Millionen Euro von Holz verkaufen, damit wir hier mal irgendwann wieder ein bisschen mehr Geld haben. So, dann kommt das hier oben natürlich nochmal weg. Dumm, die dumm. Und danach werden wir uns mit einer ganz, ganz wichtigen Sache auseinandersetzen, nämlich eine, die dieses ganze Spiel verändern wird. Naja, nicht so wirklich ganz. Aber zumindest habt ihr mir in den Kommentaren relativ häufig, 2-3 Mal sogar, ist für mich relativ häufig, geschrieben, dass ich doch doof war und bei einer der Hochsicherheitszellen wohl eine Heizung vergessen habe. Da muss ich dann gleich mal gucken, welche ihr gemeint habt. Ihr habt zwar auch dabei geschrieben, aber ich habe jetzt nicht so das gute Gedächtnis. 250.000! Wir haben 250.000 Euro. What the fuck? Okay, nice. Bei irgendeiner der unteren hier unten. Nein. Da. Da fehlt eine. Ja, okay. Ich hab's gefunden. Da fehlt eine Heizung. Fehlt hier sonst irgendwo eine Heizung? Wenn ja, ihr werdet es schon rausfinden. Nee, scheint keine mehr zu fehlen. Da vorne ist wieder so ein hässliches Bild. Was uns echt nichts bringt, die zu sammeln. Aber gut, meinetwegen. Und jetzt haben wir knapp 250.000 Euro. Auch wenn wir jetzt da oben die Heizung noch hinbauen. Aber die wird uns ja nichts kosten, weil wir hatten die ja eh noch auf Lager. Das heißt, wir können jetzt quasi, wir haben jetzt 8 Uhr abends. Okay, es regnet. Es ist feucht, kalt, nass, wie 4 Grad warm. Es ist eher hässlich und scheiße als toll. Aber, und das ist ganz interessant, wir können jetzt uns mal den Gefallen tun und quasi hier einen neuen Zellentrakt direkt daneben bauen, aus Ziegelsteinchen. Dann sind wir hier zwar 1-2 Folgen am Stück quasi mit diesem neuen Zellentrakt beschäftigt, aber das hat auch eine ganz, ganz sinnvolle Begründung. Das muss tatsächlich so, ich wollte schon sagen, aber hier muss, so, ne. Das hat aber auch einen ganz simplen Grund, nämlich Methan natürlich, dass wir ansonsten, nicht genügend Gefangene unterkriegen. Und ich möchte ganz gerne mal dringend wieder viel, viel, viel mehr Gefangene haben. Und ich muss mir jetzt erstmal überlegen, wo ich hier überhaupt den Zellentrakt hinbauen muss. Das heißt, nach da, dann kommt hier wieder ein neuer Abstand. So, und dann von da nach da. Müsste jetzt eigentlich richtig sein. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Zellentraktdurchmesser mit der Wand von 51. Wenn wir hier die Wand mit Zellen und da hochgehen, ich weiß, dass da eine Schere liegt. Auch 51. Okay, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Dann können wir mal ganz eben schnell mit Ziegelstein hier den neuen Zellentrakt bauen, der den großartigen Vorteil haben wird, dass wir da nicht nur mehr Gefangene runterkriegen, sondern dass wir dann auch mehr oder weniger mal Stück für Stück vorankommen hier. Eingang hast du schon. Ja gut, da fehlt einfach ein Stückchen Wand. Dann würde ich doch sagen, können wir den Eingang eigentlich auch mal eben irgendwo einbauen. Die Frage ist, in welche Richtung geht diese scheiß Tür eigentlich auf, wenn ich die jetzt hier hinsetze? Geht die nach rechts? Die geht, glaube ich, standardmäßig nach rechts auf. Aber das werden wir uns jetzt angucken. Mach mal Steuerung, priorisieren. Geht natürlich genau in die falsche Richtung auf. Dann demontieren wir bitte wieder ganz kurz diese Tür. Bitte priorisieren. Achso, gar nicht. Ich muss jetzt so priorisieren. Nicht Geröll wegwerfen. Das ist mir doch scheißegal, ob ihr das Geröll weggeworfen kriegt.
Genau, einmal die Tür wieder demontieren und danach bauen wir sie bitte wieder richtig rum ein. Das habe ich so ein bisschen verpennt. So, jetzt müsste es eigentlich gleich irgendjemand sich dafür zuständig fühlen, diese ganze Tür wieder zu priorisieren. Installiert große Gefängnistür, genau, damit ich die schon mal auf offen stellen kann. Nicht, dass es... Alter, what? Habt ihr das gerade gesehen? Ich war zu langsam, glaube ich. Ich war nicht schnell genug da. Der eine Typ wird hier reingebracht, für die, die es nicht gesehen haben. Der ist verletzt gewesen durch seine Überdosis an irgendwas. Und wird hier reingebracht und 20 Ärzte springen auf den drauf, Alter. Der arme Kerl, der ist ja überrannt worden. Eieiei. Das war aber jetzt ein bisschen... Eieiei. Naja. Sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Kann man nicht anders sagen. Aber gut. Auch mal interessant zu sehen. So, Jungs, baut hier mal die Türen ein, baut mal das Gebäude endlich fertig. Das ist ja mittlerweile furchtbar hier. Zack, das auf offen. Da oben wird ein Tunnel gefunden. Ich nehme mal an, da wird keiner drunter sein, sonst wird er da noch 20 Mal Alarm schlagen. So, wo fehlt denn hier noch überhaupt überall was? Da fehlt noch was. Oh, hier an dem ganzen Gebäude fehlen noch 50.000 Einzelheiten. Sodass ich mich gezwungen fühle, mir mein Gerüst für Ziegelsteine zu nehmen und einfach mal ab hier zu messen, wie weit wir denn nach da hinten gehen müssten. Und zwar 59. Okay, das heißt, für das ganze Gebäude, was wir hier oben, und ja, das bauen wir jetzt auch mal eben noch, müssen wir 59 mal 12 darüber gehen. Dann müssten wir jetzt eigentlich eine klare Linie haben. Zack, durch das, durch, ja, meinetwegen, bis dahin. Genau, weil das letzte Stückchen Wand, das baue ich absichtlich noch nicht, weil ich das mit diesem Teil hier kombinieren möchte. Wobei das eigentlich auch relativ sinnlos ist. Wir können da meinetwegen auch ruhig noch so ein Stückchen dran setzen für 5 Dollar. Machen wir einfach jetzt, damit das schon mal dran ist und dann ist das alles in Ordnung und dann passt das schon wieder. So, Hauptsache wir kriegen hier die ganze Wasserversorgung und den ganzen anderen Scheiß halt mal ans Laufen. Weil das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich das Gebäude so weit baue. Weil ich hier die, sag mal, die Warmwasserversorgung und den ganzen anderen Crap ja auch noch da reinbauen muss. Dringendst. Sonst läuft da nichts. Deswegen, das ist quasi der Hauptgrund. Ansonsten müssen wir jetzt auch mit Ziegelstein gleich schon mal anfangen zu planen. Und zwar müssen wir ja einen... vier breiten Klotz dahinsetzen und zwar von dieser Zelle ausgehend quasi hier rüber. Also einen vier breiten Klotz, das ist dann bis dahin. So, dann müssen wir von diesen vier oben drauf setzen nochmal 14 mal 6 und dann nochmal daneben setzen. Ja, nix, weil dann weiß ich, wie das aussieht. Okay, 14 mal 6 ist jetzt erstmal das Wichtige. Die Frage ist, macht diese Gebäudekonstruktion, so wie wir sie jetzt hier stehen haben, Sinn? Ja, so sieht die da oben auch aus. Dann ist alles in Ordnung. Also, das wird aber auch genau an die... Genau. Ich bin verwirrt. Warte mal, wie habe ich das denn jetzt hier oben gebaut? Ich bin doch voll verwirrt. Also, von der Innenseite... Alles ist quasi in diesem Duschraum, okay? Der Duschraum ist aber... Hier hat er noch gar nicht angefangen. Echt doof. Ich muss ja den Duschraum erst ausweisen. Okay, ich nehme es zurück. Wir warten mal kurz mit der Warmwasserversorgung noch, weil ansonsten... Ne? Ihr wisst, bin ich ein bisschen verwirrt. Was ist denn mit den Tunneln da oben schon wieder los? Ich wollte doch hier erstmal... Na, da ist nix. Alles easy, alles noch nicht das Problem. Nebenbei bemerkt, werden auch hier wieder 50.000 Bäumchen gepflanzt. Im Auftrag von uns. Einfach, um zu erreichen, dass hier möglichst schnell wieder Nachschub an Geld kommt. Denn die 219.000 Euro, die wir da haben, könnte ich jetzt theoretisch innerhalb von 5 Minuten verballern. Ich ziehe mir die 220.000 Euro, die wir da gerade zur Verfügung haben, aber auf 1-2 Folgen mit dem Verballern. Ja, wir müssen jetzt nicht hier innerhalb von 5 Sekunden alles fertig machen. Wir geben dem Spiel jetzt hier auch seine 5 Sekunden Zeit, um hier Stück für Stück voranzukommen. So, Jungs. Genau, das müsste noch fertig bauen, das müsste auch noch fertig gebaut werden. Da oben wird schon wieder was gefunden, wo ich aber nicht von ausgehe, dass da was ist. Unsere Jungs haben gerade Freizeit, das ist schon mal ganz schön. Und ist Plätscher, 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 pisst immer noch aus allen... Ach Gottchen, ey. Das deprimierende Wetter hier, ey, mein Gott. Das wäre auch mal schön, wenn jetzt hier wieder die Sonne scheinen würde. Okay, es ist jetzt Nacht, ja, das weiß ich, ja. Ich erwarte jetzt nicht, dass hier nachts die Sonne scheint, aber irgendwann wäre mal ganz gut, dass hier mal wieder ein bisschen Helligkeit reinkommt. Außerdem müssten wir mal eben ausmessen, dass das Ding im Innendurchmesser 10x10 hat. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann kann ich nämlich hier schon mal den Innendurchmesser festlegen. Das hier ist jetzt quasi unsere Dusche, Nummer 2. Ne? Das hat hier einen Innendurchmesser von 10x10, genau. Und dann können wir hier eigentlich diese Dusche reinbauen und dann können wir auch schon anfangen mit dem Bau von diesem 4x irgendwas, dann den Bau von diesem 4x irgendwas. Dann könnte dazwischen eine 6er Breite bis nach da, sodass wir hier immer, jetzt war es vermutlich einer zu wenig, wa?
Ja, gut, dann machen wir das halt so. Wird irgendwie schon gut gehen. Wir müssen nur dieses Gebäude halt bauen. Das ist unser ganz, ganz großer, wichtiger Auftrag. Danach können wir eigentlich außenrum schon mal diese Steinplatten legen. Einfach weil ich die jetzt hier ansonsten gleich eh wieder vergessen werde. Und ich möchte dem ein bisschen vorbeugen. Das Gras kann da auch schon mal hin, weil das würde ich genauso vergessen. Und dann haben wir doch schon mal zumindest eine Grundlage geschaffen, wo hier gleich in naher Zukunft ganz, ganz schnell irgendwas gebaut werden kann, damit hier quasi es endlich mal ein bisschen vorangeht in unserem Knast. Wir haben fast 100 Folgen und unser Knast ist jetzt letztes Mal knapp zur Hälfte fertig gewesen. Also das ist natürlich noch nicht so ganz das, was wir erreichen wollen. Aber na, wir versuchen zumindest, es ans Laufen zu kriegen. Und wisst ihr, was das ganz Positive am Prison Architect ist? Ich mache hier nicht so viel Terraforming, ja? Für die Leute, die das in City Skylines manchmal auf den Nerv geht, dass ich hier die ganze Zeit die ganze Map ändern werde, oder am Ändern bin. In Prison Architect kann das nicht so wirklich passieren, ne? Klar, die ganze Map hier habe ich ja auch selbst gebaut, aber zumindest nicht in der Folge. Also von daher gibt es, denke ich, mal Schlimmeres. So. Aber ich wäre übrigens auch mal ganz froh, wenn jetzt hier irgendjemand mal diese ganzen Gebäude hier mal fertig bauen würde, weil ich so langsam aber sicher geht es mir auf den Sack, dass das hier nicht vorangeht. Schneller, schneller, schneller. Genau, das ganze Gras und die ganzen Wege sind auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig wie die Gebäude. Das wäre ganz toll, wenn die jetzt hier in naher Zukunft mal fertig werden würden, weil eigentlich steht da ja, dass die zumindest keinen Bedarf mehr an einem Eingang haben. Deswegen gehe ich doch stark davon aus, dass die auch keinen Eingang mehr brauchen. Falls doch, baue ich hier noch irgendwo einen hin. Logischerweise. Ich meine, es muss ja eh ein Eingang da unten hin, ne? Zeig mal her. Ja, nach links und dann nach oben. Ja. Beziehungsweise hier nach unten. Dann käme hier einmal eine Tür hin und dann einmal da eine Tür. Das wäre ganz wichtig, dass mir mal eben irgendeine einbaut. Und ab da müsste ja dann eigentlich das ganze Gebäude fertig werden. Das müsste ja nicht das Problem sein. Zack, zack, Jungs. Der Sniper läuft da unten rum. Das Gebäude ist fertig geworden. Das ist schon mal gut. Den Müll kannst du aufräumen. Das Gebäude hier wird jetzt auch fertig. Wir machen Fortschritte. Das Gebäude ist jetzt auch fertig. Das Gebäude ist auch fertig. Und dann haben wir es jetzt zumindest mal geschafft, dass das hier ein bisschen vorangegangen ist. Die Tür kann auch auf offen. Das Fenster kann demontiert werden. Wir haben, glaube ich, einen weiteren Fall von Tunnel. Kann das sein? Oder ist das jetzt hier gerade nur doof? Doof gelaufen. Findet der Hund da nochmal was, wenn er da drüber geht? Nein, auch da nicht. Außerdem fehlt hier unten immer noch das Stückchen Zaun, was ich da mal irgendwann weggemacht habe. Es scheint keinen Tunnel zu geben da. Dann passt das ja noch halbwegs. Also ich dachte gerade ehrlich gesagt, dass die da oben ausbrechen wollen, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist ja alles in Ordnung. Okay, so. Also, das heißt, wir haben das Grundprinzip oder die Grundmauern unseres neuen Gefängnisses hier quasi schon gebaut. Das ist schon mal schön. Wir könnten jetzt hier die ganzen Zellentrakte einweisen oder beziehungsweise zuweisen oder einbauen oder was weiß ich nicht was. Könnten wir jetzt schon machen, bringt uns allerdings noch nicht so wirklich was, weil wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir hier quasi den Innenweg wieder freikriegen durch diese ganzen kleinen Holztüren, um quasi diesen Laden zumindest schon mal ans Laufen zu kriegen. Der geht dann in diesem Fall nach da und nach da und nach da und nach da auf. Wenn ich mir recht entsinne, sollte das jetzt eigentlich stimmen. Ihr geht nach oben auf, genau, und du gehst von da unten. Ich muss nur mal kurz sicherstellen. Ja, auch nach unten auf, das ist gut. Ansonsten käme da eine Mauer hin und da eine Mauer hin. Ach, da steht hier schon eine. Ich muss mal gerade kurz gucken. Die Tür ist immer nach links und nach oben. Okay, und die geht auf, ja, logischerweise in die andere Richtung. Okay, ich mache mir gerade mein Leben wieder schwer mit meiner Art von Bau. Weise. Die Tür ist dort. Ist sie oben? Ja, da muss sie hier nach unten. Ach du grüne Neune, ey. Was habe ich hier? Was, ah, warum habe ich das so kompliziert gebaut? Ich hasse mich selber. Warum baue ich immer alles so kompliziert? Gib mir mal eine Personaltür. Geht dann logischerweise in die Richtung auf und logischerweise dann nach oben. Ja, so. Dann kann darin schon mal das Parkett verlegt werden, weil das hier ist ja dann hinterher alles ein wunderschöner Laden. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, stimmt soweit alles. Dann gib mal Gas, Jungs. Die Tür kannst du schon mal einbauen. Die Tür, es wäre auch ganz wichtig, dass die mal irgendjemand einbauen könnte. Und da oben, also irgendwo haben wir hier doch noch einen Tunnel, oder? Was ist mit ihm da eigentlich los? Warum ist der verletzt? Arzt, gehen Sie mal rein. Irgendwas ist mit dem Typen da los. Was ist der denn? Was ist denn los mit dir? Warum bist du denn verletzt? Hast du dich irgendwie gekloppt mit irgendeiner Wache oder sowas? Fände ich zwar nicht in Ordnung, aber jetzt ist der Arzt leider nicht schnell genug. Doch, der findet den. Komm, geh mal da rein, hol den mal wieder. Ich habe hier keine Lust, dass da oben ständig steht, dass da irgendjemand verletzt ist. Deswegen bearbeiten wir das Ganze schon mal. Da ist das Zeug auch schon mal eingebaut worden. Diese Tür wird in 20 Jahren auch eingebaut werden. Gehe ich mal stark von aus. Und ansonsten ist zumindest unser Laden dann gleich auch schon mal fertig. Sobald jetzt hier quasi diese Grundversorgung drin steht, das heißt, dass der ganze Boden und die ganzen Wände fertig sind,
werde ich jetzt gleich mal mir den Gefallen tun und jetzt hier an diesen Stellen schon mal Lampen positionieren und den ganzen anderen Quapp. Beziehungsweise ich muss mal gerade die Grundversorgung angucken. Da haben wir nichts getan, ne? Das ist alles genau so wie vorher. Okay, dann ist alles in Ordnung. Denn dann kommen jetzt hier an diese Stellen erstmal schon mal die Wasserboiler rein, damit die schon mal am Laufen sind. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Außerdem nehmen wir uns jetzt mal Lampen und gucken mal gerade, wo wir die hingesetzt haben. Da und da, okay. Dann ist alles in Ordnung. Dann Hauptsache, es fängt hier so langsam aber sicher mal an, dass diese Wasserversorgung fertig wird. Denn ohne die Warmwasserversorgung momentan im Winter wäre es so ein bisschen problematisch, wenn wir jetzt hier schon Gefangene reinsetzen würden, weil da, ich will nicht, dass da irgendwer friert oder er friert oder was weiß ich nicht was. Könntest du da mal gucken, ob da tatsächlich irgendwo ein Tunnel ist oder ob da nichts ist oder was weiß ich nicht was? Geh mal da oben wieder durch die Tür. Da ist auch nichts, dann ist hoffentlich noch alles in Ordnung. Ich weiß es nicht. Aber zumindest wird es gerade wieder früh am Morgen. Es wird langsam aber sicher wieder hell. Die Lampen sind schon drin. Hier habe ich ein bisschen vergessen, da Parkettboden reinzusetzen. Das tut mir leid. Da übrigens auch nochmal Parkettboden für 200 € für so 4 Quadratmeter. Ist natürlich nicht gerade billig, aber muss sein. So, danach können wir hier schon mal direkt wieder diese Stromkabel cutten, weil die haben wir ja da oben auch nicht gelassen. Es ist jetzt gerade so ein bisschen die Bauphase, die am kompliziertesten ist, weil wir hier jetzt quasi alles separieren müssen. Zack, warte, dann kannst du da schon mal eine Wasserleitung wieder hinsetzen. Ansonsten kann ich da wieder auf Abreißen gehen. Du kommst schon mal wieder weg. Und dann stimmt das zumindest schon mal wieder. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Hauptsache, wir machen hier jetzt so, ich sag mal freundlich, wir kommen voran, weil ansonsten, es ist erstmal wichtig, dass wir hier quasi diese Wasserversorgung hinkriegen. Denn ansonsten kriegen wir hier unsere ja, ich sag mal, unsere netten Gefangenen, die wir da in naher Zukunft reinsetzen wollen, ja ganz schnell ein ganz, ganz großes Problem, dadurch, dass sie halt eben einfach erfrieren. Beziehungsweise sie würden nicht sterben, aber sie würden ganz, ganz viel schlechte Laune kriegen. Und das ist ja auch nicht so ganz das Ziel, was wir haben. So, Wasserboiler ist angeschlossen, der braucht jetzt nur noch eine Warmwasserleitung. Wo legen wir die her? Die geht von komplett durchgehend bis da rein in diesen Innenbereich. Genau, okay, dann wissen wir das auch schon mal. Die geht durch bis in den Innenbereich, und zwar auf welcher Höhe denn? Ah, ist das alles kompliziert. Auf der Höhe, wo die Toiletten auch sind. Okay. Das heißt, hier auf der Höhe, wo die Toiletten sind, geht von da durchgehend eine Wasserleitung rein. So, die geht bis dahin. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert, das weiß ich. Dann geht die da vorne auch wieder direkt raus. Okay. Ach du Schande, ey, was habe ich denn? Was habe ich mir dabei jetzt schon wieder gedacht hier? So, darunter, da kommt wieder eine Querleitung hin und dann geht die hier direkt wieder raus. So, ne, das heißt, die geht da an der Seite. Stimmt das jetzt? Das stimmt. Okay. Dann müssen wir jetzt hier oben auch noch die Warmwasserleitung eben alle reinlegen. Aber mal eben geht das nicht. Deswegen warte ich da mal eben noch drauf. Sondern kontrolliere mal eben, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Da haben wir dann noch eine durchgehend und dann so verteilt. Okay. Ach du Schande. Was habe ich mir dabei gedacht? Ei, die Schande, ey. Oje, oje, oje. Also sagen wir mal, so ist es in Ordnung, ja? Die Warmwasserleitungen in diesem ganz oberen Trakt, die sind genauso angeordnet, also auch im Quadrat quasi. Dann geht das ja noch halbwegs. Wenn die Leitungen im Quadrat angeordnet sind, dann ist hier alles noch in Ordnung. Nur wenn die jetzt aus diesem Quadratmuster rausspringen, dann wird das so langsam aber sicher kompliziert. Bis da hinten hin geht die Leitung auf jeden Fall. Und dann geht die, ja, dann einfach genau davor und dann komplett durch. Okay. Ach du Scheiße. Was habe ich mir dabei nur gedacht schon wieder? Wo ist denn da auf der Ebene ist die? Ja, bau die mal bis dahin, dann sehen wir schon, wo das weitergeht. Also, weiter geht's jetzt erstmal mit dem wichtigen Bauabschnitt der ganzen unterirdischen Leitung. Ich weiß, dass diese Art von Bau jetzt nicht so wirklich spannend ist, sage ich jetzt mal, aber die ist dummerweise genauso wichtig wie der restliche Zeuggedönse auch. Nebenbei bemerkt, können wir natürlich auch dringend mal diese wunderschöne Toilette da unten durchsuchen, weil es kann ja sein, dass die hier schon wieder anfangen, sich rauszubuddeln. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Offensichtlich haben die nicht das so große Bedürfnis nach Freiheit momentan. Wenn ich mir das hier so angucke, ist das Bedürfnis nach Freiheit natürlich auch sehr, sehr gering. Also auch das Wärmebedürfnis, auch das Umweltbedürfnis, alles soweit in Ordnung. Essen ist ein bisschen hoch, das geht jetzt in den Keller und Training, Hygiene, Familie, Erholung, all dieser ganze Quatsch, der wird auch wieder abgearbeitet in den nächsten paar Minuten, wenn die wieder Freizeit haben. Also ich denke mal nicht, dass wir unsere Gefangenen allzu schlecht behandeln, sage ich jetzt mal. Deswegen, ich glaube, das wird schon funktionieren. Nebenbei bemerkt, könnte ich jetzt auch schon mal wieder in den Warmwasserleitungen mir angucken, wie wir denn hier die ganzen durchgehenden Rohrleitungen wieder gemacht haben.
Wenn ich mir das hier oben angucke, dann haben eine Zelle frei, 2, 3, 4, 5 und in der sechsten auf Höhe der Toilette. Okay. Hier unten haben wir dummerweise noch keine Zellen drin. Das heißt, da sehe ich das nicht. Dann machen wir das halt anders. Gib mir mal das, gib mir mal das. Gib mir mal das. Dann ist das hier diese Leitung. Okay. Entschuldigung, dass ich hier mal ganz kurz eben wieder ganz kompliziert planen muss, aber ich versuche hier gerade mal rauszufinden, wie ich das denn hier jetzt am besten mache. Das heißt, bis nach da und wenn ich jetzt hier auf die, sehe ich das immer noch. Genau, das ist genau das, was ich wollte. So, da geht jetzt natürlich eine Warmwasserleitung durch und hier geht die auch weiter durch. Ne, da geht die ja gar nicht durch, aber passt schon. Dann kann der ganze Quatsch jetzt hier wieder weg. Ich wollte dich nur mal kurz ausmessen, damit ich hier nichts falsch mache. Und dann hoffentlich läuft der ganze Quatsch jetzt. Unser CEO möchte wieder was von uns. Und zwar irgendeine Mahlzeitsänderung, weil er hier irgendwie Kosten senken möchte. In einem Knast, der 200.000 Euro plus hat momentan. Meinetwegen. Was auch immer der CEO will, wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Und zwar in der Folge am Dienstag. So ist richtig. Das ganze Wochenende kam kein Video. Ich entschuldige mich da nochmal für. Aber wenn ich keine Lust habe aufzunehmen, liebe Leute, dann nehme ich auch nicht auf. Deswegen, wir sehen uns am Dienstag, heute ist Montag, am Dienstag wieder und bis dahin, macht es gut und einen schönen Tag noch. Tschüss.